auch in. Oh nein. 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 Da habe ich schon den ersten Buchstaben verpasst. So Leute, und da sind wir wieder bei Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Direkt danach, weil ich spielen will. Ich möchte diese Welt heute schaffen. Mindestens. Mindestens. Und ja, das letzte Mal hatten wir dieses scheiß Feuerding gemacht. Dieses Feuer-Wasser-Limbo, wo wir mit dem Wasserbomben schmeißen mussten. Diesmal ist es Raketen-irgendwas. Ich bin gespannt, das Level... Ich finde auf jeden Fall, es sieht besser aus, dadurch, dass es etwas heller ist. Mal sehen, wie es wird. Ist hier hinten irgendwie was? Nein? Mann, warum können die mir keine leichten Puzzleteile mehr geben? Wie viel gibt es denn? 5 Stück? Ah, das könnte man schaffen. Das könnte man schaffen. Das ist möglich. Das ist tatsächlich im Bereich des Möglichen. So, zack. Erstes Puzzleteil. Nein, warum nicht? Warum nicht? Das ist ja wohl nicht wahr. Okay, unten geht's im Wasser. Wir gehen erstmal ins Wasser. Weil, wenn ich hier nämlich Energie... Oh, seht mal da. Da ist das erste Puzzleteil, wenn wir es jetzt nicht wieder verkacken. Och, kacke, ey. Yes. Sehr schön, ey. Gott, da muss ich mich jetzt echt konzentrieren, damit das nicht daneben geht. So, hier, die Banane holen wir uns natürlich auch noch. Vielleicht gibt es da ja was für. Nein, okay, dann nicht. So, dazu holen wir uns Cranky. Ich wollte eigentlich die haben, aber ich meine, auch in... Oh nein. 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 Da habe ich schon den ersten Buchstaben verpasst. Ja, jetzt stirb! Das gibt's ja wohl nicht, ey. Der wollte nicht sterben. Mann! Warum muss das denn schon wieder so kackenschwer sein? Das ist nicht wahr. Mann. So, zack, 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 zack. So. So, jetzt machen wir... Ja, eigentlich ist ja egal, wen ich mir hole. Ich meine... Ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich das Puzzleteil nochmal sammeln muss. Aber nein, muss ich natürlich nicht. Ich weiß ja, dass es gespeichert wird. Ich spiele das Spiel ja nicht zum ersten Mal. So, pass auf. Hier kommt gleich der Buchstabe. Zack, das Karma. Und nur noch ein Herz. Ey, das ist echt kacke gerade. Wir brauchen definitiv ein Herz. Unbedingt jetzt. Also, gib mir ein Herz. Ich brauche ein Herz. Ich hasse dieses Level. Ja. Da war das O übrigens. Habt ihr es gesehen? Da unten. Nein, ey. Das ist nicht wahr. 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 Wir nehmen... Ja, komm. Wir nehmen nur einen dazu. Auch wenn es egal ist. Warum muss so ein Scheiß-Level kommen? Warum? Gibt es jetzt in jeder Welt so ein Raketen-Level? Dann kotze ich. Dann kotze ich. Na, also falls das irgendjemand weiß, wenn es da noch ein Raketenlevel gibt. Oh, das war so unnötig. Oh. So, unten bleiben, weil unten ist das... Oh. Ach du mal Fisch, ey. Sehr schön. Ein Herz. Ah, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Obwohl, wir hatten, glaube ich, gar keins verloren. Oder doch, hatten wir. Da ist gleich ein Puzzleteil, ich sehe es schon. Die letzte Blase ist ein Puzzleteil. Doch nicht? Warum nicht? Aber da unten ist ein Puzzleteil. Ich hab's, ist egal, ich hab's. Oh, Speicherschwein. Was? Das ist nicht wahr. Wie kann das sein? Da war ein Speicherschwein und das hat sich gereimt. Ich hasse euch alle, ey. Das ist so kacke zu mir. Wer kam nochmal auf die Idee, dass ich dieses Spiel jetzt playen soll? Wie kam ich auf die dumme Idee? Doch nicht wahr. Donkey. Vielleicht hätte ich wenigstens das Leben einsammeln sollen, damit ich wenigstens nicht Leben verliere. Das wäre klug gewesen, glaube ich. Und vor allem, ich habe da jetzt mal geschaut, immer wieder mal, in den anderen Leveln von den anderen Leuten.
die die zweite Welt und so gemacht haben. Und die sind alle viel besser, als ich im Gefühl, ich werde beobachtet. Aber das ist anscheinend doch nicht der Fall. Die sind alle viel besser. Und ich frage mich, wie können die das manchmal so gut? Ganz ehrlich, ich schaffe kein einziges Level, ohne einmal zu sterben. Und die schaffen drei hintereinander, ohne einmal zu sterben. Und ich denke mir so, wie bitte? Was schießen die da rum? Warum sind die so gut? Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Die nehmen das bestimmt im Voraus auf und sagen so, aha, ich spiel blind und haben das bestimmt schon 10-mal durchgespielt. Weil die sind so gut da oft drin, das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht konzentriert genug. Das kann tatsächlich sein. Ich brauche das doch gar nicht sammeln. Warum mache ich das? Hier kommt Speierschwein. Schön oben bleiben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So. Okay. Okay, was ist das hier alles? Fische. Noch mehr Fische. Oh, ein Puzzleteil. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Das N interessiert mich aber. Oh. Fucking shit, ey. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Das ist das Problem. Fuck, da wäre ein Herz gewesen! Aua, das hat weh getan. Weil ich auf dieses scheiß Ding gekommen bin. Dieses Metallding von dem scheiß Armband. Und das war nicht nett. Wie viele Buchstaben fehlen mir denn jetzt? Das N. Okay, das N. Hatte ich das N schon? Ja, ne? Ja, doch, das N hatte ich schon. Okay. Das ist doch so dumm, ey, Mario, ne? Ich weiß nicht, warum du sowas machst. So, sieh mal. Diesmal haben wir sogar das Puzzleteil bekommen. Mir fällt gerade auf, das Ding hat Vibrationen. Das Gamepad, das wusste ich gar nicht. Hatte das schon immer Vibrationen? So ein Vibro. Wie nennt man das? Vibrationsmodul. Modus. Rumble Pack Ding. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie nennt man das offiziell? Vibrationsding, ne? Oder. Hä? Ich bin verwirrt. Ich weiß gerade nicht, wie man das immer genannt hat. Also, N64 fieses Rumble Pack, das weiß ich wohl. Wie nennt man das denn nochmal? Vibration, ne? Einfach nur Vibration? Ach, ich weiß es nicht. Oh, da oben! Da oben! Da oben! Sterb! Sterb! Da oben war ein blaues Etwas. Obwohl, wenn ich das jetzt mache und das Level damit beende, dann fehlt mir das G. Ich will da aber trotzdem rein. Ich will da rein. Wir müssen da oben in dieses Teleportationsding. Dann gibt es da hier also doch einen Secret Exit. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich jetzt tatsächlich, pass auf, nach oben, das N, so. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, aber es gibt da oben anscheinend tatsächlich so ein Teleportationsding. Also von daher immer schön oben bleiben jetzt. Ah, das war kacke. So, zack, haben wir es geschafft. Ah, ich kann aber auch wieder zurück, ne? Ey, geh auf! Arschgesicht, das ist ja wohl nicht wahr. Okay, ich könnte theoretisch wieder raus. Wir gehen raus. Wir gehen raus. War da irgendwas Besonderes drin? Nee, da war nur dieses Ding, okay. Gut. War das eine gute Idee? Ja, es ist eine gute Idee, weil wir erst das Level hier machen. Das Secret Exit machen wir dann danach. Weil das ja wieder nur mitten im Level ist, dann ist das in Ordnung. Jetzt dachte ich mir, geh doch erst kurz ins Wasser und guck, ob da unten was ist, Mario, aber ne, egal. Uns fehlt ja theoretisch nur noch ein Buchstabe und da ist er schon. Und ich verkacke ihn. Jetzt sterb! Das ist ja wohl nicht wahr. Mann. Okay, aber das ist möglich, dass wir das ganz gut schaffen hier, das Level. Und danach noch das Secret Exit nehmen. Und das auch noch in dem Part schaffen. Ich denke, das ist. Das ist im Bereich des Möglichen. So, wir haben alle Buchstaben. Lass uns noch versuchen, hier wenigstens so ein paar Puzzleteile zu bekommen. Wenigstens noch eins. Das wäre ganz nett. Das war sowas von klar. Was ist das für ein Ding? Ah! Ich wurde gefressen. Okay, das wird wahrscheinlich kurz vorm Ende sein. Wahrscheinlich kommt hier jetzt so eine Ladung. High Massacre. Kann man da runter? Das ist so ein Puzzleteil, oder? Toll, nur so eine dumme Münze. Ja, wohl nicht wahr. So, rein da. Zack. Hole das Puzzleteil, den Buchstaben wieder.
Gibt es hier nicht so eine Instant-Tod-Taste? So, zack, tot. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ist ja wohl nicht wahr. Ich habe übrigens mir überlegt, meine Part etwas kürzer zu gestalten. Weil ich mag nicht mehr diese 26-Stunden-Parts. Ne, ich wollte jetzt mal gucken, dass ich so langsam mir angewöhne, allerhöchstens 19 Minuten zu machen. Am besten so zwischen 15 und 19 Minuten. Habe ich zumindest vor. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Findet ihr das besser? Unten bleiben, Mario. Toll, jetzt bleibe ich unten und ich sterbe trotzdem. Das ist nicht wahr. Und ich habe mir überlegt, einen festen Plan zu machen, wann ich uploade. Ich möchte jetzt täglich um 16 Uhr uploaden. Weil um 18 Uhr ja schon immer Star Fox auf dem NMAX Kanal kommt. Und deswegen wollte ich nicht um 18 Uhr hochladen. Und ich fand 16 Uhr ist eigentlich eine gute Zeit. Und da wollte ich jetzt täglich 16 Uhr machen, weil es läuft auf dem NMAX Kanal wirklich gut. Also ich halte mich tatsächlich sehr gut an den Plan, was ich selbst gar nicht glauben kann. So von mir, weil ich eigentlich ja sehr inaktiv hier auch bin. Hier kommt alles immer sehr unregelmäßig. Aber auf dem NMAC-Kanal klappt es. Auf dem NMAC-Kanal klappt es. Und das ist halt eben so das Ding, wo ich mich frage, okay, ich brauche für meinen eigenen Kanal auch so einen Plan, wann ich hochlade. Auf dem NMAC-Kanal sind es ja nur alle 3 Tage. Oh, wenn du jetzt noch hier stirbst, ne? Bist du sowas von dran? Seht mal, hier ist auch so ein Ding. Hier ist auch so ein Ding. Aber ich komme nicht. Warum geht es nicht? Ich komme da nicht. Ach, ich brauche dafür Dixies Ding, ne? Ich glaube. Ich habe das Gefühl, ich sterbe hier noch. Das ist echt. Ich habe echt das Gefühl, ich sterbe hier noch. So, okay. Wir können ohne Dixie da nicht lang. Wir machen also das Level einfach Ende. Und ja, wo war ich? Fester Plan. Ich wollte einen festen Plan 16 Uhr haben. Also, ihr könnt euch darauf einstellen, sobald dieser Part hier online kommt. Also, quasi am Montag. Ja, wie spät haben wir es? Am Sonntag kommt er online, Sonntag 16 Uhr. Dann wird ab jetzt immer um 16 Uhr, Punkt 16 Uhr, ich verspreche es euch, immer ein Part kommen. Von daher würde ich mir wünschen, wenn ihr wenigstens die nächsten paar Tage darauf guckt, dass wirklich da einer gekommen ist um 16 Uhr. Und mir dann sagt, hey, ja, cool, Mario, du hast es geschafft. Nein, also um 16 Uhr wird jetzt immer ein Part kommen, ich verspreche es auf alles, was mir irgendwie heilig ist, also auf McDonald's und schlafen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich hoffe, ich schaff's. Ich schaff's natürlich. Ich weiß, dass ich schaff's, Aber naja, das wollte ich nur noch mal so nie ganz nebenbei gesagt haben. So ist ja gar keine große Ankündigung wert oder so. Nein, überhaupt nicht. Aber ja, dass das ab jetzt so sein wird. Wir werden hier jetzt noch eben das Secret Exit machen. Ich frage mich natürlich jetzt, ob das andere Secret Exit auch nochmal ein zweites Secret Exit ist, oder ob es einfach dasselbe ist. Nur halt nochmal eine Gelegenheit, in das Secret Exit ja, zu aktivieren. Zwei Gelegenheiten. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde jetzt allerdings erstmal ein Secret Exit machen, weil sonst muss ich das Level ja 3-5 Mal spielen. Das ist dann nicht unbedingt so das, was ich machen wollte. Ich wollte ja auch, wie gesagt, die Part etwas kürzer halten. Und das kann ich so nur so machen, wenn ich jetzt nur ein Secret Exit erstmal nehme. Und ja. Dann sehen wir mal weiter. Ich werde offscreen dann mal das Level nochmal machen. Weil das jetzt Ganze onscreen zu machen, das ist auch Unsinn. Finde ich zumindest. So, wir kommen gut voran. Warum kann das nicht beim ersten Mal so gut vorankommen? Warum? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Wahrscheinlich, weil ich im ersten Ding ja auch versucht habe, alles zu sammeln. Daran kann es gelegen haben. Aber es läuft. Es läuft gut. Ich bin zufrieden. Hätte ich nicht sagen dürfen, war. Doch, es läuft. Ich hab's geschafft. Zack! Zack! Seht mal, so einfach. Und ich habe sogar noch einen Buchstaben dabei gesammelt. Und hätte bestimmt locker noch andere sammeln können. Wie komme ich eigentlich da hoch? Ist das irgendwie... Wie komme ich denn da hoch? Hä? Wie komme ich denn da hoch? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. Toll, und ich dachte, es wäre schon geschafft, einfach nur das Level zu schaffen, aber nein. Ich kann nicht mal, wenn ich irgendwie...
Man bräuchte Dixie. Ich hätte mir Dixie vorher aus dem Fass holen sollen. Nee, ich darf definitiv nicht das Speierschwein berühren. Aber ich kann anders nicht mehr sterben. Ja. Scheißdreck. Ja, müssen wir nochmal raus. Müssen wir nochmal raus. Ja, dann werde ich es, wie gesagt, ich halte es noch nicht ganz ein mit den etwas kürzeren Parts. Ich werde es noch einhalten, versprochen. Ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen, dass die Parts jetzt nicht mehr ganz so lang sind. Obwohl ich es bei Donkey Kong tatsächlich eigentlich ganz gut finde, wenn sie etwas länger wären. Aber ich möchte es halt nicht. Von daher gucken wir mal, wie das so läuft. Ich hoffe, ihr seid damit ganz zufrieden. Ich hoffe, dass ich damit eventuell meine Zuschauerzahlen so ein bisschen wieder zumindest erhöhen kann. Zumindest 2, 3 Zuschauer wären schon schön. Aber ich glaube, das kennt jeder Let's Player. Das ist andererseits, will man sowas auch nicht sagen, weil man denkt, Abo geil und so. Und so macht das doch wegen dem Spaß. Natürlich mache ich es wegen dem Spaß. Und ich denke, jeder andere Let's Player auch. Aber ich denke, jeder Let's Player kann mir dazu stimmen, dass eine Zuschaueranzahl halt einfach... Ich wollte Dixie! Dass eine Zuschaueranzahl, wenn man überhaupt irgendwie Resonanz halt eben bekommt, viel schöner ist, als wenn man halt einfach nur Let's Playt und immer sich denken muss, irgendwann guckt da schon jemand zu und ist ja auch völlig egal eigentlich, Hauptsache ich kann zocken. Aber es ist schon schön, wenn man so ein bisschen Resonanz bekommt. Ich denke, das stimmt mir jeder zu. Und wer nicht, der ist dumm. Und ja. Ich wollte Dixie! Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Mann, Fisch, kannst du mich nicht schneller töten? Das ist ja... dauert Ewigkeiten hier. Weil ich will das Level jetzt nicht nochmal neu starten, weil sonst laufen sie erst wieder nach links, dann bin ich erst wieder auf der Weltkarte und dann muss es nochmal laden. Nee, nee. Sondern jetzt pass auf, dass du Dixie bekommst, ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Wieso versage ich an so einer Stelle? Die Kong-Auswahl. Ich meine, hallo? Und wahrscheinlich jetzt läuft es wahrscheinlich wieder nicht, ne? Gerade lief es ja so gut, dass ich es auf erst... Okay, ich konzentriere mich einfach. Das liegt bestimmt an Dixie, die ist einfach zu fett, diese Schlampe. Deswegen ist die Steuerung mit dieser scheiß Rakete jetzt anders. Deswegen ich so abkacke. Ich brauche ein Herz unbedingt. Ich habe das Gefühl, dass dieser Part nichts, dass dieser Versuch nichts wird. Das dürfte ich wahrscheinlich nicht sagen, weil dann wird da auf jeden Fall nichts, aber... Na, jetzt habe ich es halt schon gesagt. So, sehr schön, 2 Herzen. Okay, es wird doch was, es wird doch was. Wie schnell ich meine Meinung ändern kann, nur weil ich so ein Herzchen bekomme, ne? So, hier sammeln wir noch ein paar Münzchen ein, damit wir auch, ja, schön viele Sachen bei Cranky kaufen, bei Funky kaufen können. Ja, ich hab's immer noch nicht raus, jetzt auch immer noch die falschen Namen bei denen. Wieso auch immer. Was ich mir auch überlegt habe, was ich unglaublich gerne machen würde, aber es ist halt einfach... Ja, da... Gut. Ne, darüber rede ich immer in einem anderen Part drüber. Da rede ich in einem anderen Part drüber. Wird auf jeden Fall gespannt, seid auf jeden Fall gespannt. Es ist ein schönes Thema, über das ich reden möchte, aber das werde ich jetzt hier nicht mehr anfangen. Das werde ich dann im nächsten Part machen. Ja doch, werde ich im nächsten Part labern. Ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema, was ich vorhabe mit dem Kanal hier, was sich aber zurzeit noch nicht ganz lohnt. Oder was heißt sich nicht lohnt? Das hätte keinen Sinn, sagen wir mal so. So, zack und... Bam, 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 bam! Neun Leben! Secret Exit! Check that out! Ladevorgang. Ich bin nicht abgestürzt, oder? Ich dachte schon. Ja. Abstürzen, Wii U, kann doch gar nicht sein. So, welcher Secret Exit wird jetzt freigeschalten? Links oder rechts? Okay, der. Dann kann es tatsächlich sein, dass das beides Secret Exits sind. Und dass ich quasi mit dem Level jetzt nur geradeaus freischalte. Obwohl, eigentlich kann das auch nicht sein. Oder doch? Ich würde wahrscheinlich geradeaus freischalten. Das heißt, das andere ist auch ein Secret Exit. Das werde ich dann offscreen mal machen, aber dann auch erst im nächsten Part. Und ja, bis zu diesem Zeitpunkt werden wir uns dann erst wiedersehen. Tolles Deutsch mal wieder. Schaut mal auf dem Endmeck-Kanal vorbei, Star Fox könnte tatsächlich ein paar Views gebrauchen können. Falls ihr Star Fox gerne schaut, ich gebe mir relativ viel Mühe bei meinem Let's Play dort auch, weil es viele nicht so kennen.
Glaube ich zumindest. Also es gibt nicht viele gute Let's Plays oder große Let's Plays, die jetzt nicht irgendwie schon 5 Jahre her sind von dem Spiel. Von daher gehe ich davon aus, dass es nicht ganz so bekannt ist. Von daher wäre es mal schön, wenn ihr dazu... Ihr wisst schon, was ich sagen möchte, oder? Dort mal vorbeischaut. Link ist in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.